Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Also mal ganz kurz zur Info, falls ich mal irgendwas falsch vorlese oder so, liegt es daran, dass ich gestern beim Augenarzt war und die haben mir da so Tröpfchen gegeben, damit sie genauer ausmessen können, wie viel Prozent ich noch sehe. Und ja, sie haben mir nur die halbe Dosis gegeben, damit es nicht so stark ist, damit ich dann eben überhaupt noch was sehe. Also diese Tröpfen bewirken, dass die Pupillen ganz groß werden. Das heißt, das Auge ist halt empfindlicher und es ist halt unscharf. Ja, beim rechten Auge ist jetzt alles wieder ganz normal, aber beim linken hat sie mir die doppelte Dosis gegeben und die Pupille ist jetzt noch größer als die andere. Es sieht ein bisschen cringe aus, aber ja, heute machen wir ein kleines Meet My Horses, nur eben auf Star Stable. Das heißt, ich zeige euch halt so meine Pferde, wie ich die sortiert habe und alles so. Ja, genau. Genau, also ich habe meine Pferde nach dem Level sortiert. Die auf Level 15 und die, die halt im Stall keinen Platz mehr hatten, kommen auf die Weide. Dann ist das Clubpferd immer hier an dieser Stelle, weil das brauche ich halt dreimal die Woche. Darum stelle ich das auch gleich in den Stall, damit ich nicht mal alles umräumen muss. Und hier ist es dann ab Level 14 abwärts sortiert. Denn ich habe mir vorgenommen, meine Pferde öfters zu leveln. Hat bis jetzt nicht geklappt. Also wenn ihr mal Level-Motivation habt, schreibt die unbedingt in die Kommentare. Also, hier sind immer die mit dem höchsten Level, bei mir jetzt 13, also die Level 5 Pferde sind ja auf der Weide. Das heißt, ab Level 14 sind sie dann im Heimatstall drin. Genau, ich habe es so sortiert, dass hier das Clubpferd steht, weil wenn ich halt so von der Tür reinkomme, steht das da immer griffbereit, dann muss ich nicht durch den halben Stall laufen, finde ich halt praktisch. Und dann geht's so weiter mit den Leveln abwärts. Also erstmal die hier, dann machen wir hier einen Bogen und dann geht es hier weiter. Machen wir auch wieder einen Bogen, dann machen wir die zwei. Dann gehen wir hier nach hinten. Wieder einen Bogen und hier nach vorne. Das heißt, hier ist das Pferd mit dem niedrigsten Levelwert. Also ja, die Level 1, 2 und 1 sind jetzt auch noch auf der Weide, weil die halt keinen Platz mehr hatten. Aber wenn ich West Galaxy und Wundersum ausgelevelt habe, können die dann auch noch reinkommen. Ja, für die Clubtreffen, unser Clubpferd ist ja der Andalusia, nehme ich immer Silver Queen, weil das halt der einzige Andalusier ist, der ausgelevelt ist. Und er passt halt super zum Clubartfit. Von daher, ja. Hier haben wir West Galaxy. Dieses Pferd level ich aktuell, ein American Quarter Horse. Dann haben wir hier Wonderstorm. Das ist das teuerste Pferd, was in meinem Heimatstall steht. Weil es kostet über 950 Star-Coins. Und ja, darum, es ist ein yorkisches Urpferd und es ist das einzige von dieser Rasse, außer das Seelenross, aber es ist kein richtiges Urpferd, weil es ist halt ein Seelenross, okay? Also ist, ja. Aber von dieser Rasse werden auf keinen Fall mehr neue Pferde dazu kommen, weil sie sind unnormal teuer. Also ganz ehrlich, nee. Hier haben wir Cupcake. Dieses Pferd habe ich in einem Livestream gekauft. Eine Zuschauerin hat auch den Namen bestimmt. Ja. Ich bin zufrieden mit dem Pferd, muss ich sagen. Hier haben wir Spacewind, ein englisches Vollblut. Ich habe keine Ahnung, wieso ich dieses Pferd gekauft habe, aber ich denke, es ist ganz gut, ein englisches Vollblut zu haben, denn es gibt jetzt hier auch die Rennstrecke und da spielen halt immer ganz, ganz viele RH und RP und darum kann man das Pferd eigentlich ganz gut gebrauchen. Mein super süßes Goldland Pony Sunheart, die hat sogar eine besondere Frisur, haben nicht viele, okay? Also das ist ein Privileg, eine besondere Frisur bei mir. Ja, habe ich glaube irgendwann mal gekauft, weil es halt mega süß war und ich finde es immer noch süß. Also, hier haben wir Diamond Gaze. Das habe ich letztes Jahr an Weihnachten gekauft. Ein Heidrun. Ein sehr, sehr spezielles Pferd. Ein Curly Horse in Form von einem, keine Ahnung. Aber ich finde es eigentlich sehr, sehr hübsch. Auch so mit den Hörnern, weil ein Pferd mit Hörnern, also geht's ja noch.
Ja. Auch unverwandelt sieht's ganz gut aus. Sieht dann so aus. Hier haben wir meinen größten Fehlkauf eh und je, Far Cry. Ein magisches Tinkerpferd. Tinker, ich muss sagen, ich liebe Tinker. Tinker sind aber so schön, okay? Aber dieses Pferd ist hässlich, okay? Also. Ja, es ist blau und ja, ich weiß nicht, was ich mir gedacht habe. Ganz ehrlich, das ist so Müll. So sieht es auch nicht gerade als Bringer aus. So. Ja. Aber ich will es ja nicht verkaufen, weil es als weil es halt dann verschwendetes Geld war. Und ja, vielleicht brauche ich es ja trotzdem irgendwann noch. Also, mein anderer Andalusier hat ja auch schon Silver Queen geheißen. Und ich habe mal alle Andalusier auf einen Rutsch gekauft, was auch ziemlich dumm von mir war. Aber ich habe die alle Queen genannt. Also so im zweiten Namensteil heißen die alle Queen. Ja, schön, okay. Dann haben wir hier mein super süßes Islandpferd Tusi. Bei dem Pferd habe ich auch einen Pferdekauf gedreht, tatsächlich. Ich weiß, dass Tusi Zahn heißt, aber es klang halt gut, okay. Ich finde es sehr, sehr süß. Ich wurde auch schon sehr, sehr oft gefragt, woher ich das Pferd denn hätte. Und ja. Sehr, sehr süßes Pferd. Sehr, sehr gut für RP. Kann ich nur empfehlen. Dann geht's weiter mit nochmal einem magischen Jorvikschen Friesen. Ist ein bisschen ein Fehlkauf, weil ich habe schon einen Friesen. Und ich reite den Friesen halt nie, weil ich Friesen nicht mag. Okay? Darum ist es ein bisschen ein Fehlkauf. Aber falls ich mal eine magische Star Stable Story drehe oder so, ist das bestimmt ganz praktisch. Unverwandelt sieht das Ganze dann so aus. Ja, sieht ganz nett aus, aber wie gesagt, ich mag Friesen nicht darum. Ja. Hier haben wir mein am neuesten gekauftes Pferd, Vanilla. Auf jeden Fall ein mega süßes Pferd. Ich habe es bisher noch nie bereut, das zu kaufen, außer es ist ein bisschen klein, aber es ist so süß. Und vor allem die besondere Krone ist einfach. Ein sehr, sehr gutes und sehr, sehr zu empfehlendes Pferd auf jeden Fall. Dann mein Assateago Pony Mint Crush. Den Namen bin ich mega riesengroßen Fan von. Bei Mint Crush. Einfach perfekter Name. Ja, es war auch ein bisschen ein Fehlkauf, weil ich Assateago Ponys und Jorvikische Starter Ponys haben die gleichen Gangarten und ich habe halt schon zwei Jorvik Starter Ponys. Aber dazu kommen wir, glaube ich, irgendwann auch noch zu den zwei Jorvik Starter Ponys. Ja. Jedenfalls war ich da noch etwas jünger und wusste den Unterschied zwischen Assateagus Ponys und Connemara Ponys nicht. Ich dachte, die wären halt irgendwie gleich oder es wäre halt irgendwie dasselbe. War es ist es eindeutig nicht, was wir heutzutage auch wissen. Aber damals war ich halt noch nicht so schlau. Und ich war halt gerade so in Südhof und wollte mir einen Pony kaufen. Und da habe ich mir gedacht, ah ja, da steht ja ein Connemara-Pony. Das wollte ich sowieso schon immer. Ja, komm, kaufen wir das. Ja, es war ein Assateago-Pony, kein Connemara-Pony. Hier haben wir den nächsten Andalusier, Stone Queen. Hat auch eine besondere Frisur. Dann kommt wieder der nächste, Sienna Queen. Dann Caramel Queen und Fire Queen. Und hier haben wir Fluffy. Das Pferd habe ich, also das Pony habe ich mit meinem Club gekauft, weil wir wollten halt so einen Club-Pony haben. Und da haben wir halt so gedacht, ja, gut, die eine hat nur 400 Sack und ja, was sollen wir denn davon kaufen? Ja, kaufen wir einen Jorvik Star-Pony, okay? Dann mussten wir natürlich noch eine süße Farbe auswählen. Und dann ist es halt das geworden. Das hat hier übrigens so ein Dings, so ein. Seht ihr das? Das finde ich sehr cute. Dann haben wir natürlich noch ein paar Pferde auf der Weide. Einmal Aisley, ein Araber. Dann Crazy, ein Araber Pinto. Habe ich mir, ich glaube, das war sogar noch, als ich nicht mal ein Starrider war. Ja, das war da noch. Was ich glaube. Ich glaube, aber keine Garantie. Crystal, ein Passofino. Ja, was soll man dazu sagen? Ist tolles Pferd, ja. Super Pferd.
sehr ziemlich schnell, also auch gut für Champions und so. Ja, das ist eins von meinen Lieblingspferden. Dann haben wir Dark Champion, mein erstes Yorkshire Startpony, wenn ich es gekauft habe. Ich habe ja auch noch Fluffy, aber das habe ich vor Fluffy gekauft. Das habe ich mir eigentlich gekauft, damit ich am Pony Championat teilnehmen konnte und wegen der Pony Quest. Dann Diamond Dream, mein auch erster Yorkshire Friese. Ich habe mir den halt irgendwie direkt gekauft, als er rausgekommen ist. Dazu habe ich auch ein Video gedreht. Ja, wie gesagt, ich mag Friesen nicht, also ja, also die Yorkshire Friesen mag ich nicht. Die Yorkshire Sport, also die Sportfriesen, keine Ahnung. So einen habe ich vor mir auch mir als nächstes zu holen. Also die von Generation 2 sind vollkommen in Ordnung, aber Generation 3, die sind für den Müll. Also ganz ehrlich, nee. Dann Dusty Shine, mein Anfangspferd. Er ist halt das Anfangspferd, so, ja. Reite ich sogar ab und zu noch, ja. Royal Angel ist mein Seriepferd, so nenne ich das ganz gerne. Weil es war das Pferd von Irana, glaube ich, ja, von der Irana, ja. Und ja, da habe ich eben mal die Serie Der Sturz von Irana gedreht. Und ja, da war das halt das Pferd von Irana. Und ja, ich habe es jetzt irgendwie, glaube ich, schon in den letzten paar Wochen habe ich direkt noch ausgelevelt. Also es ist noch nicht so lange ausgelevelt. Dann Sand Time habe ich mir auch relativ früh gekauft, glaube ich. Ein Curly Horse gibt es in Fire zu kaufen. Strawberry, ein Umbra. Ja, ein nochmal ein Andalusia. Ich habe einfach zu viele Andalusia. Ich schau. Machen wir zuerst Willow. Das ist das Silnos. Gab es am 10. Geburtstag gratis. Bin ich jetzt nicht so der große Fan von, aber ich glaube, niemand würde nicht zugreifen, wenn es ein gratis Pferd gibt. Also das gibt es ja nicht oft, muss ich sagen. Und dann Wild Flame, ein ganz besonderes Pferd für mich. Es ist ein Shire Generation 2. Das Pferd habe ich mir als allererstes gekauft. Ja. Es ist einfach so ein Pferd, das bin ich dann halt mega oft geritten und es war immer ganz speziell und alles. Also, ja, ich glaube, das wäre es dann auch schon wieder. Wie gesagt, es kommt mal ein Pferdekauf. Ja, es kommen noch ganz viele spannende Sachen, denke ich. Ja, genau, das wär's. Tschüss.